Nach so vielen Jahren Astralreisen und Seelenreisen habe ich entschieden, die aus meiner Sicht wichtigste Technologie und Frequenzen, mit der ich arbeite, zu veröffentlichen, und zwar das Soul Travel Experience Bundle. Das sind fünf verschiedene Frequenzen, und diese Frequenzen helfen dir, dein Gehirnareal für Seelenreisen zu stimulieren und zu aktivieren und können vielleicht sogar eine Seelenreise indizieren. Und in diesem Video reden wir darüber, was ist eine Seelenreise, wie ist die Technologie dahinter, und vor allem habe ich dann noch ein eigenes Video gemacht mit zum Beispiel meiner ersten Erfahrung, die ich mit dieser Frequenz produziert habe. Wir starten damit, indem ich dir erzähle, wie es dazu kam, dass ich dass ich diese Frequenztechnologie entwickelt habe. Und zwar habe ich mich mit Studien beschäftigt, und zwar gibt es eine Studie, nennt sich EEG of Death. Also Menschen, die einen Unfall hatten, die ein großes Problem hatten, also sprich einen Schlaganfall oder eine Herzoperation, wo die Wahrscheinlichkeit bei der Operation sehr hoch war, dass sie sterben, haben die sich sozusagen ins Krankenhaus, also hatten einen Unfall und oder sie hatten halt eine fixe Operation, wo die Wahrscheinlichkeit beim Tod sehr hoch war, und die Ärzte haben halt gefragt, ob sie beim Operieren, ob man sie ans EEG schließen darf, einfach nur der Forschungswillen. Und manche haben halt zugesagt, und dann wurden die operiert und sind dann tatsächlich auch gestorben. Und dann hatten die Ärzte aber beim Tod des Menschen ein Gehirnmuster. Und dieses Gehirnmuster, da wussten sie sozusagen, was passiert im Gehirn, im EEG, während Menschen sterben. Und als ich sozusagen dieses Muster gesehen habe, dachte ich mir so, man kann ja mit Frequenzen dieses Muster simulieren und eine Art Nahtoderfahrung simulieren. Und habe dann sozusagen dieses Muster nachgebaut. Das sind so diese tiefsten Epsilon-Frequenzen, also 0,5 Hertz bis 0 Hertz, in Kombination mit High-Gamma-Frequenzen, so ab 10.000 Hertz, in Kombination mit 55 Hertz und so ein paar andere Variationen davon. Und ich habe das dann nachgebaut, und die ersten Male hören haben nicht so krass funktioniert. Und dann habe ich halt weitere Studien gelesen, und da hieß es, dass man diesen Areal im Gehirn stimulieren muss, dass man das trainieren muss, also diese Epsilon-Frequenzen-Training. Und habe dann für mich fünf Frequenzen gemacht, und diese fünf Frequenzen haben sozusagen diesen Gehirnareal trainiert. Und wenn ein Baby geboren wird, dann hat das Baby sozusagen diese 0,1 Hertz, dann wird es ein paar Monate alt, dann hat es 0,2 Hertz, dann wird es noch ein paar Monate, dann hat es 0,3 Hertz, und irgendwann kommt es dann auf 0,5 Hertz, und das Baby dann so noch älter wird, dann geht es in ein Hertz, also in Delta, und dann in Theta. Und wenn das Baby dann erwachsen wird, sozusagen, also erwachsen, so Kindesalter, so 7 Jahre, und dann ist es irgendwo im Theta-Bereich zum Beispiel, ne? Also das heißt, wir kommen alle von diesem 0, irgendwas Hertz her. Und das heißt, die Idee war sozusagen, wenn Menschen sterben, kommen die in diesen tiefsten Bereich zurück. Und wenn Kinder geboren werden, kommen sie aus diesem Bereich. Und meine Idee war es, so eine Frequenz zu bauen, die diesen tiefsten Bereich stimuliert, damit man sozusagen dann erlebt, von wo kommen wir, was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir uns in diesem Areal befinden, in dem sich Kleinkinder oder Verstorbene aufhalten. Und habe dann tagelang eben diese Frequenzen, also zuerst habe ich mir nur eine so Epsilon-Frequenz immer wieder gehört, hat nicht funktioniert, und dann dachte ich mir, ich baue ein Trainingsprogramm, also wo ich sozusagen eine Ramp baue, also von 0,5 Hertz auf 0,4 Hertz, und das habe ich dann immer wieder gehört, dann die nächsten Tage dann von 0,4 auf 0,3, und bis es dann sozusagen mit diesen fünf Frequenzen auf 0,1 auf 0 Hertz ging. Und das habe ich dann immer wieder gehört. Und hatte dann irgendwann mal eine sehr, sehr krasse Seelenreise, die jenseits von Astralreisen war. Und als ich sozusagen meine erste Seelenreise damit indiziert habe, war das so außergewöhnlich, dass ich danach aufgehört habe, Astralreisen zu machen, weil Astralreisen aus der Perspektive, aus dem Zustand, volle Beschränkung waren für mich. Und ich hatte damals sehr viele Astralreisen, und hatte schon sehr viel Erfahrung, und immer wurde es natürlich auch ein bisschen fad, muss man sagen, ne? Weil du bist halt beschränkt wie mit dem Körper. Kommst dann immer an Grenzen, und mehr geht halt nicht. Aber in einer Seelenreise, wenn man sich in diesem Zustand befindet, das ist so wie Aggregatzustand, der physische Körper ist wie ein Eiszapfen. Der Astralkörper ist sozusagen das Wasser, wenn der Eiszapfen geschmolzen ist, und
Die Seelen, das ist sozusagen, wenn du dich in einer Gasform befindest und in dieser Gasform sozusagen dann durch Raum und Zeit gleiten kannst, also sozusagen, da hast du unendlich viele Möglichkeiten, kannst mit einer anderen Geschwindigkeit dich bewegen, kannst zu anderen Planeten gehen, in andere Frequenzbereiche, in andere Welten und so weiter. Und dort hast du einfach viel mehr Potenzial, viel mehr Möglichkeiten, mit deinem Bewusstsein etwas zu erleben und zu machen. Ja. Und so habe ich dann angefangen, halt viele Seelenreisen zu machen und habe dann diese Erfahrungen indiziert. Und das Coole an Seelenreisen ist, wenn man zum Beispiel durch externe Substanzen so eine Breakthrough-Erfahrung indiziert, dann passiert es oft, dass das Ego mitkommt, dass es Angstzustände gibt oder so ein Bad Trip und so weiter. Aber bei körpereigenen Breakthrough-Erfahrungen oder Seelenreisen, wie ich es nenne, ist es ganz anders. Das Beispiel, du fliegst jetzt mit Hyperlichtgeschwindigkeit mit einem physischen Körper durchs Universum. Der physische Körper würde jetzt zusammensacken vor Angst und in Ohnmacht fallen und so weiter. Mit einem Astralkörper würdest du das tun, dann würdest du schon sehr schnell Panik bekommen. In einer Seelenreise ist es so, dass du jederzeit sagen kannst, stopp, ich gehe jetzt wieder aufs Klo und dann lege ich mich hin, mach die Augen zu und dann mach einfach weiter. Ja. Oder du fliegst halt mit der Seelenreise, im Mentalkörper in einer Seelenreise durchs Universum, dann denkst du dir stattdessen einfach nur, ja, habe ich ja 1 Million Mal gemacht, das ist das Natürlichste überhaupt, und fliegst einfach weiter. Also das heißt, du erinnerst dich und koppelst dich zurück an den Zustand, der du eigentlich bist. Das sind so die Erfahrungen, die ich mit Seelenreisen initiiert habe und die ich mit diesem Programm entwickelt habe, und das wollte ich dir eben heute sagen und habe dafür eben diese 5 Frequenzen entwickelt, wo du dieses Training hast, und du fängst mit Condition 1 an und arbeitest dich dann bis Condition 5 hinunter, und dann hoffe ich, dass du damit auch deine erste Seelenreise indizierst. Falls du sagst, du willst es unbedingt erleben und du holst dir dieses Bundle, dann schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo dazu an, wo ich dir genau erkläre, wie du das am allerbesten nutzt, was für einen Trainingsplan du dahinter verwenden kannst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.